Was wäre passiert, wenn Cedric Diggory überlebt hätte? Wäre er der nächste Schurke geworden? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video dreht sich alles um keinen geringeren als den beliebten Hufflepuff-Schüler Cedric Diggory. Genauer gesagt geht es um seinen vorzeitigen Tod durch die Hand von Peter Pettigrew alias Wurmschwanz in den letzten Momenten des Trimagischen Turniers im vierten Teil. Egal ob man den Film oder das Buch liest, der vorzeitige Tod von Cedric Diggory war zweifellos einschneidend. Er ereignete sich während der dritten Herausforderung des Turniers, der drei Zauberer, also das Trimagische Turnier. Kurz nachdem Harry und Cedric gleichzeitig den Pokal in den Händen hielten, der sich jedoch als ein Portschlüssel herausstellte, der sie direkt zu Wurmschwanz Voldemort und dem kleinen Friedhof von Hangleton brachte. Hier verbrachte Cedric seine letzten Momente und fand schließlich sein Schicksal in den Händen von Peter Pettigrew und dem tödlichen Fluch, wie im Kapitel 32 des Feuerkelchs Fleisch, Blut und Knochen beschrieben wird. Harry spürte, wie seine Füße auf dem Boden aufschlugen. Sein verletztes Bein gab nach und er fiel nach vorne. Seine Hand ließ endlich den trimagischen Pokal los. Er hob den Kopf. Wo sind wir? Fragte er. Cedric schüttelte den Kopf. Er stand auf, zog Harry auf die Beine und sie sahen sich um. Sie hatten das Gelände von Hogwarts eindeutig vollständig verlassen. Sie waren offensichtlich meilenweit gereist. Viele hunderte von Meilen. Denn selbst die Berge, die das Schloss umgaben, waren verschwunden. Sie befanden sich auf einem dunklen, überwucherten Friedhof. Der schwarze Umriss einer kleinen Kirche war hinten in einer großen Eibe zu ihrer Rechten zu sehen. Sie zückten ihre Zauberstäbe. Harry sah sich immer wieder um. Er hatte wieder einmal das seltsame Gefühl, dass sie beobachtet werden. Da kommt jemand, sagte er plötzlich. Angespannt blinzelten sie durch die Dunkelheit und beobachteten die Gestalt, die zwischen den Gräbern stetig auf sie zuging. Harry ließ seinen Zauberstab leicht sinken und blickte Cedric von der Seite an. Cedric warf ihm einen fragenden Blick zu. Sie drehten sich beide wieder um und beobachteten die sich nähernde Gestalt. Sie blieb neben einem hohen Marmorgrabstein stehen, nur 6 Fuß von ihnen entfernt. Eine Sekunde lang sahen sich Harry, Cedric und die kleine Gestalt einfach nur an. Und dann, ohne Vorwarnung, explodierte Harrys Narbe vor Schmerz. Es war ein Schmerz, wie er ihn in seinem ganzen Leben noch nicht gespürt hatte. Sein Zauberstab glitt ihm aus den Fingern, als er sich die Hände vors Gesicht hielt. Seine Knie gaben nach. Er lag auf dem Boden und konnte nichts mehr sehen. Sein Kopf drohte zu platzen. Aus der Ferne, über seinem Kopf, hörte er eine hohe, kalte Stimme sagen: Töte den Überflüssigen. Ein zischendes Geräusch und eine zweite Stimme, die die Worte in die Nacht kreischte. Avada Kedavra. Ein grüner Lichtblitz durchzuckte Harrys Augenlider und er hörte, wie etwas Schweres neben ihm auf den Boden fiel. Der Schmerz in seiner Narbe wurde so stark, dass er würgte, und dann ließ er nach. Erschrocken über das, was er gleich sehen würde, öffnete er seine brennenden Augen. Cedric lag mit gespreizten Beinen neben ihm auf dem Boden. Er war tot. Eine Sekunde lang, die wie eine Ewigkeit wirkte, starrte Harry in Cedrics Gesicht, auf seine offenen grauen Augen, leer und ausdruckslos, wie die Fenster eines verlassenen Hauses, auf seinen halb geöffneten Mund, der leicht überrascht aussah. Und das war das letzte Mal, dass wir Cedric lebend gesehen haben, den beliebten Hufflepuff-Schüler und vielversprechenden jungen Zauberer. Bevor wir fortfahren, möchte ich noch etwas klarstellen. Dieses Was-wäre-wenn-Szenario wird nicht von den Umständen des verwunschenen Kindes beeinflusst. Falls ihr es noch nicht wusstet, der Cedric Diggory aus dem verwunschenen Kind wird böse. Allerdings ist der Grund für Cedrics Loyalitätswechsel in dieser Zeitlinie in erster Linie darauf zurückzuführen, dass er sich durch seine äußerst unglücklichen Umstände beschämt fühlte und dass diese irgendwie seinen Ruf beschädigt haben. Für mich passt das jedoch nicht zu Cedrics Charakter. Sicher, Cedric hatte ein gewisses Maß an Stolz und Ehre in Bezug auf seine magischen Fähigkeiten und seinen Status in Hogwarts, das verstehe ich schon. Aber die Vorstellung, dass er irgendwie zum reinen Bösen wird, nur weil er ungenau feststellt, dass sein Status nun verloren ist, ergibt für mich nicht so viel Sinn. Wie könnte ein ansonsten so besonderer Mann nur aus Verlegenheit in den Wahnsinn getrieben werden? Außerdem ist es ziemlich lächerlich anzunehmen, dass dieselbe Verlegenheit Cedric dazu bringen würde, Rache für seine nicht existierende Demütigung zu nehmen.
Hinzu kommt, dass die Gründe für Cedrics Überleben im verwunschenen Kind darauf zurückzuführen sind, dass Harrys Sohn Albus und Dracos Sohn Scorpius mit einem Zeitumkehrer spielen. Angesichts der empfindlichen Natur des Zeitgefüges bin ich kein Fan von dieser Antwort. Trotzdem möchte ich ein Was-wäre-wenn-Szenario untersuchen, in dem Cedric überlebt. Ich werde es jedoch auf eine ganz andere Weise angehen. Fangen wir zunächst mit einer kurzen Zusammenfassung an, wer Cedric eigentlich ist. Cedric Diggory ist ein britischer Reinblutzauberer, der im Jahr 1977 geboren wurde. Er begann sein Studium in Hogwarts im Jahr 1989, 2 Jahre vor Harry Potter und dem Trio. Cedric war ein talentierter Zauberer und wurde in seinem ersten Schuljahr in das Haus Hufflepuff in Hogwarts eingeteilt. Cedric hatte den Ruf, ein hübscher Junge zu sein, aber er war bei den Schülern auch sehr beliebt. Er wurde schließlich Vertrauensschüler des Hauses Hufflepuff und der Kapitän des Hufflepuff Quidditch-Teams. Cedric trat dem Trimagischen Turnier gegen Harry bei und hier wurde Cedric auf tragische Weise getötet. Aber wurde er wirklich getötet? Nun in diesem Szenario vielleicht nicht. Wir wissen, dass Peter Pettigrew derjenige war, der den tödlichen Fluch auf Cedric abfeuerte. Und für jeden zufälligen Beobachter war Cedric ganz offensichtlich tot. Harry sah Cedrics graue, leere, ausdruckslose Augen aus erster Hand. Und als er schließlich vom Friedhof entkam, nahm er Cedrics regungslosen Körper mit. Das bedeutete, dass viele andere Cedrics leblosen Körper sahen, was bestätigte, dass sein Tod tatsächlich stattgefunden hat. Was wäre, wenn Peter Pettigrews Avada Kedavra nicht wirklich stark genug war, um Cedric zu töten? Im Feuerkelch wird uns beigebracht, dass die unverzeihlichen Flüche Crucio, Imperio und vor allem Avada Kedavra eine Menge mächtiger Magie erfordern, um erfolgreich zu wirken. Avada Kedavra ist ein Fluch, der ein starkes Stück Magie benötigt. Ihr könntet alle eure Zauberstäbe zücken, sie auf jemanden richten und die Worte sagen, und ich bezweifle stark, dass derjenige sterben würde. In diesem Was-wäre-wenn-Szenario möchte ich die Möglichkeit untersuchen, dass Peter Pettigrew nicht stark genug war, um Cedric Diggory wirklich zu töten. Er brachte ihn nur größtenteils um. Zu diesem Zeitpunkt hatte Voldemort seine eigentliche Gestalt noch nicht wiedererlangt, und auf Pettigrew lastete ein enormer Druck, darauf sicherzustellen, dass alles nach Plan verlief. Aufgrund dieses Drucks und weil Pettigrew so viele Jahre lang auf sich allein gestellt war, fehlte ihm einfach die nötige Kraft und Konzentration, um den Fluch richtig auszuführen. Und eventuell wollte er ihn auch gar nicht töten, was bedeutet, der Fluch würde nicht richtig funktionieren. Das bedeutete, dass Cedric Diggory nach seiner Begrabung auf einem wunderschönen Hügel tatsächlich wieder aufwachte. Nachdem Cedric aufgewacht war, brauchte er zuallererst natürlich Antworten. Und die erste Person, die bemerkte, dass Cedric wiederbelebt worden war oder gar nicht gestorben war, wäre Voldemort, der mit Hilfe der Legilimentik in seinen Geist eindringen würde. Während er seinen Geist erforschte, sah Voldemort eine Menge Verwirrung mit einem unterschwelligen Element von Wut, eine Wut, die er ausnutzen wollte. Indem er in Cedrics Gedanken eindrang, überredete Voldemort ihn schließlich, sich mit Cho Chang zu treffen. Jemandem, den Voldemort bereits durchschaut hatte und genau wusste, wie er Cedrics Emotionen manipulieren konnte. Er benutzte die Legilimentik, um Cedric zu zeigen, wie Harry Cho küsste, und obwohl Cedric es zunächst ignorierte, trieb Voldemort ihn letztendlich dazu, ihn in den Wahnsinn zu treiben, indem er ihm zeigte, wie Harry seine Geliebte benutzte, um ihn auf den Friedhof zu locken. Er manipulierte ihn von oben bis unten. Voldemort erklärte Cedric, dass alle denken, er sei tot und dass ihn niemand mehr akzeptieren würde. Er erklärte ihm auch, dass niemand seiner Vision der Geschichte glauben würde, dass der Junge, der überlebte, solche Grausamkeiten begehen würde. Dadurch wandte sich Cedric der dunklen Seite zu und wurde zu einem weiteren namenlosen Todesser. Von nun an kämpfte Cedric aktiv im Zaubererkrieg und versteckte sich aus Scham hinter seiner Todessermaske, sodass niemand ihn erkennen konnte. Als jedoch der Fall Voldemorts absehbar, zog sich Cedric zurück und reiste weit weg. Von diesem Punkt an schwor Cedric, Harry Potter zu vernichten, auf genau die gleiche Weise, wie Voldemort ihn vernichten wollte. Er isolierte sich von dem Rest der zaubernden Welt und begann, seine bereits fortgeschrittenen magischen Fähigkeiten zu verfeinern, was ihn zur nächsten großen Bedrohung nach Voldemort machte. Und das war's schon mit diesem Was-wäre-wenn-Szenario. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das gefallen hat, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann kann ich mehr davon machen. Wenn euch der Inhalt gefallen hat, dann liked das Video gerne und abonniert den Kanal. Und das war's auch schon mit diesem Video.
Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.